Ja, wir sind hier seit heute Morgen kurz nach 4 Uhr am Gange, ein Grab zur Öffnung und eine Exhumierung durchzuführen. Das Ganze beruht auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bayreuth und der Kriminalpolizei Bayreuth, die seit Mitte 2012 laufen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Becky Knobloch. Es haben sich natürlich im Zuge dieser Ermittlungen immer wieder neue Erkenntnisse ergeben, die auch immer wieder im neuen Licht bewertet wurden. Man hat jetzt sich dazu entschlossen, hier das Grab zu überprüfen, weil man davon ausgeht, dass sich im Jahr 2001 dass die Möglichkeit bestanden hat, dass die Leiche Becky Knoblochs hier in diesem Grab mit eingebracht werden hätte können. Die Arbeiten laufen noch, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Ergebnis.